Herzlich willkommen, liebe Studierende, zu meinem Input-Video zu unserer Workshop-Theorie-Sitzung zum Thema Höflichkeit. Mein Name ist Simon Meyer-Vieracker, ich bin Professor für angewandte Linguistik am Institut für Germanistik und ich werde heute mit Ihnen das wunderbare Buch Politeness, Some Universals in Language Use von Penelope Brown und Steven Levinson besprechen. Ein Klassiker der Pragmatik und auch der Soziolinguistik ist tatsächlich, wie man mal rausgefunden hat, der meist zitierte Text innerhalb der Pragmatik, also ein ganz epochemachendes Buch, das auch durchaus kontrovers diskutiert wurde. Das haben wir heute vor. Zunächst ein paar allgemeine Worte zum Thema Höflichkeitstheorie, speziell als Teil der Pragmatik. Ich möchte Ihnen ein paar Beispiele zu Beginn präsentieren, um zu zeigen, worum es gehen soll. Dann werde ich ein bisschen Hintergrund liefern, denn Brown, Levinson setzen gewissermaßen auf einer schon längeren Tradition, die sich um den Begriff des Face rankt. Und auf dieser Grundlage formulieren sie dann eben ihr linguistisches Höflichkeitsmodell, das ich dann auf Grundlage der Textlektüre hier noch einmal rekonstruieren werde. Höflichkeitstheorie gilt in der Linguistik klassischerweise als ein Teil der Pragmatik und hier nochmals zur Auffrischung. Pragmatik ist einer von drei wichtigen Teilbereichen in der Linguistik. Ein Teil wäre die Syntax, die von Morris mal bestimmt wurde als die Untersuchung von Beziehungen der Zeichen zueinander. Wir haben die Semantik, wo es um die Beziehungen der Zeichen zu ihren Bedeutungen geht. Und als dritten Teil eben die Pragmatik, wo es um die Beziehungen der Zeichen zu ihren BenutzerInnen jeweils geht. Und wir können deswegen es auch mal so formulieren, dass es sich bei der Pragmatik um die Erforschung des Sprachgebrauchs handelt. Sie kennen vielleicht die Unterscheidung zwischen Langue und Parole von Ferdinand de Saussure. Und er hat ja gesagt, eigentlicher Gegenstand der Sprachwissenschaft ist gerade die Langue. Allerdings würde die Pragmatik sagen, naja, wie Sprache konkret gebraucht wird in bestimmten Situationen und Kontexten, ist auch untersuchenswert. Und gerade diese Parole steht im Mittelpunkt der Pragmatik. Linke et al. Haben in ihrem Einführungsbuch, Studienbuch Linguistik, das mal so formuliert. Und das ist in meinen Augen die beste Definition von Pragmatik, die es gibt. Thema der Pragmatik, so schreiben sie, ist das, was im Sprachgebrauch die Form und oder Interpretation sprachlicher Äußerungen regelhaft beeinflusst, Kraft der Tatsache, dass Sprache in einer Situation und zur Kommunikation, zum sprachlichen Handeln mit anderen gebraucht wird. Und wir werden jetzt nach und nach sehen, wie die Höflichkeitstheorie sich genau hier einhängt, indem Höflichkeit als ein Sprachgebrauchsphänomen beschrieben wird. Es soll beschrieben werden, welche Regelhaftigkeiten der Form und Interpretation sprachlicher Äußerungen zugrunde liegen, indem wir Äußerungen höflich formulieren. Und das Ganze geht immer nur in Bezugnahme auf situative Parameter und mit Blick darauf, dass wir Sprache zur Kommunikation mit anderen verwenden. Ins Thema einzuführen, mache ich jetzt mal einen weiten Zeitsprung zurück. Wir gehen in das Jahr 1800 zurück. Das ist ein Brief, den ein Ihnen bekannter Dichter erhalten hat, nämlich Johann Wolfgang von Goethe. Und ich möchte diesen Brief gerne vorlesen. Da die deputierten Herrenstände des hiesigen Fürstentums jetzt so in Erfahrung gebracht haben, dass die Herrenstände von Weimar und jener euer hochwohlgeborene Exzellenz beim gehaltenen Landausschusstag ein Douceur bewilligt haben, so haben dieselbe mir aufgetragen, eure hochwohlgeborene Exzellenz aus der fürstlichen Landschaftskasse 200 KFL zu bezahlen. Ich entledige mich des erhaltenen angenehmen Auftrags, indem ich hierbei 200 KFL untertänig übersende und die Submisse beifüge, die Gnade zu haben und die beigelegte Quittung zu unterschreiben und mir remittieren zu lassen. Übrigens benutze ich die Gelegenheit, mich euer hochwohlgeborene Exzellenz hohen Protektion und Gnade zu empfehlen und die tiefe Ehrfurcht zu versichern, mit welcher Zeit Lebens zu verharren, die Ehre habe, euer hochwohlgeborener Exzellenz untertäniger Diener Johann Wilhelm Heinrich Dörr. Wow! Worum geht's hier im Kern? Hier bekommt jemand Geld zugeschickt und soll bitte eine Empfangsbestätigung schicken. Ja, das ist der Kern der Sache.
So wie sie manchmal auch was, keine Ahnung, sie bekommen Geld für irgendwas und müssen eine Quittung unterschreiben, Betrag dankend erhalten und so weiter. Und darum geht's, und da ringsherum aber ein riesiger Wust an umständlichen, gestelzten, höflichen, geradezu überhöflichen Formulierungen. Allein schon, wenn wir nur die Abschiedsformel uns angucken, dass all das hier ist, übrigens benutze ich die Gelegenheit und so weiter, ist ein reines Verabschiedungsritual, was eigentlich mit dem Inhalt des Schreibens nichts mehr zu tun hat. Ja, also so hat man früher Geschäftsbriefe abgewickelt. Heute funktioniert berufliche Kommunikation ganz anders, und ich springe jetzt ins Jahr 2010. Damals habe ich an der Uni Bern unterrichtet und hatte irgendwann in meinem Postfach diese E-Mail. Hallo. Ich würde gerne den Pragmatikkurs am Dienstag besuchen, weil es mir Montag nicht möglich ist. Der Kurs ist leider ausgebucht. Wenn es eine Möglichkeit gäbe, dass ich den Kurs trotzdem besuchen kann, wäre das super, weil ich sonst meinen ganzen Wochenplan umarrangieren muss. Mit freundlichen Grüßen, Christian. Na, also schon wesentlich sporadischer formuliert, und mich hat daran vieles irritiert. Ich kannte die Person nicht. Warum schreibt sie mich nicht mit vollem Namen an? Warum einfach nur mit Vornamen in der Verabschiedung? Und darum habe ich das so mal so geantwortet: Hallo. Wenn Sie mir noch verraten, warum Ihnen das erst jetzt einfällt, der Kurs schon zweimal stattgefunden hat, öffne ich den Kurs vielleicht noch einmal. Viele Grüße, Simon Meyer. Daraufhin bekam ich wiederum eine Antwort, die so aus: Keine Anrede diesmal. Ich habe im Hauptfach Informatik. Wir melden uns für Kurse generell erst zur Prüfung an. Natürlich war ich auch ein bisschen nachlässig. LG. Also dann noch nicht mal mit Namen verabschiedet, einfach nur die Abkürzung LG. Dann wurde es mir zu bunt, und ich habe so geschrieben: Lieber Herr Müller, wenn Sie nun noch die Grundregeln der Höflichkeit in Sachen E-Mail-Kommunikation gegenüber Dozenten beachten, dann lasse ich Sie gerne noch für den Kurs zu. Ich bitte doch wirklich sehr um vollständige Anrede und Nennung Ihres vollen Namens, zumindest solange Sie mich nur aus dem Vorlesungszeichnis kennen. Viele Grüße, Simon Meyer. Was ich also vorher versucht hatte, ihm durch Spiegelung seiner in meinen Augen plumpen Anrede das vor Augen zu führen, nicht gefruchtet hat, mache ich jetzt das, was ich in der E-Mail-Kommunikation bisher vermisst habe, nämlich Höflichkeitsregeln explizit und fordere das explizit ein, Grundregeln der Höflichkeit. Denn nicht so sehr das Anliegen als solches hat mich gestört, sondern die Art und Weise, wie es vorgetragen wurde. Und daraufhin bekam ich eine Mail, die so toll ist, dass ich sie seitdem immer wieder präsentiere zum Thema. Dann er schrieb nämlich: Übrigens, der Name ist geändert, und die Person hat auch eingewilligt, dass ich die E-Mail anonymisiert hier präsentiere. Die E-Mail lautete dann: Sehr geehrter Herr Simon Meyer, ich möchte mich somit aufrichtig entschuldigen. Ich hatte nicht die Absicht, Sie gering zu schätzen. Nur dachte ich, das Pragmatikmodul sei ein Seminar und Sie somit ein Mitglied des Mittelbaus, wodurch es angemessen gewesen wäre, Sie zu duzen. Ich war übrigens letzten Dienstag anwesend, hatte den Eindruck, es sei ein informeller Umgangston etabliert. Doch ich gebe Ihnen vollständig recht, es war wohl sehr taktlos, Sie auf eine so naturwissenschaftlich schnörkellose und unvorsichtig indezente Weise um einen Gefallen zu bitten. Es würde zudem wohl so manch Akademiker aus Prinzip ablehnen, einen vermeintlichen Rüpel wie mich an seinen Forschungen teilhaben zu lassen. Ich bin Ihnen umso verbundener. Mit freundlichen Grüßen, Christian Müller und sogar Matrikelnummer. Ja, was macht der Student hier? Er zeigt mir, dass er die Höflichkeitsregeln sehr wohl kennt, indem er sie jetzt befolgt. Er zeigt mir aber auch, dadurch, dass er sie auf eine Art überdeutlich befolgt, also dass die Pflicht gewissermaßen übererfüllt, dass er genau diese Pflicht auf eine Art auch lächerlich findet. Ja? Ganz typisches Muster. Durch Überzeichnung können wir etwas auch parodieren. Und er thematisiert zugleich auch noch auf einer Metaebene Höflichkeitsregeln. Er spricht von taktlos, von schnörkellos, von unvorsichtig, indezent, von Rüpelhaftigkeiten, er thematisiert auch, dass offenbar im Mündlichen ein informeller Umgangston etabliert war und jetzt im Schriftlichen plötzlich andere Regeln gelten sollten. Sie sehen also ein großes Maß an Reflexivität, ein Thematisieren von genau dem, worum es heute gehen soll, nämlich um Höflichkeiten. Und zu diesen
sprachlichen Höflichkeiten gibt es eben diese tolle Theorie von Brown und Levinson, die allerdings aufsitzt auf einer schon viel länger andauernden Diskussion, die sich um den Begriff des Face rankt. Der Begriff des Face spielt ja auch eine ganz wichtige Rolle im Text, den Sie gelesen haben, wird auf Deutsch mal mit Image übersetzt, mal mit Gesicht. Ich würde gerne beim Terminus Face bleiben. Der wurde eingeführt in die Diskussion von Irving Goffman, ein berühmter Sozialpsychologe und Soziologe. Er hat vorgelegt, das, was man eine Mikrosoziologie der Face-to-Face-Interaktion nennt. Er hat sich also nicht wie andere Soziologen für so große Phänomene wie Modernisierung oder Industrialisierung und so weiter interessiert, sondern tatsächlich für die Mikroeinheiten von Gesellschaft, nämlich Face-to-Face-Gespräche. Und er sagt, er hat einen berühmten Aufsatz vorgelegt, der On Face Work heißt, An Analysis of Ritual Elements in Social Interaction. Und seine Idee ist, dass unser Verhalten in Face-to-Face-Interaktion ritualhafte Züge trägt. Und diese Rituale ranken sich um den Begriff des Face, den wir auch im Deutschen verwenden in Redewendungen wie sein Gesicht wahren und sein Gesicht verlieren. Und ganz grob gesagt geht es darum, dass wir in der Interaktion immer versuchen müssen, unser Gesicht zu wahren. Und wenn Dinge passieren, die genau unser Gesicht bedrohen, wo wir in Gefahr geraten, unser Gesicht zu verlieren, müssen wir besondere Anstrengungen anstellen, damit genau das nicht passiert. Wie definiert Goffman Face? Ich zitiere, Face can be defined as the positive social value a person effectively claims for himself by the line others assume he has taken during a particular contact. Face is an image of self delineated in terms of approved social attributes, albeit an image that others may share. Die Definition ist zugegebenermaßen kompliziert, weil sie ein bisschen um die Ecke gedacht ist, aber die Grundidee ist diejenige, dass wir einen positiven sozialen Wert für uns selbst beanspruchen. Wir möchten geachtet werden. Ich zum Beispiel, wenn Sie mit mir kommunizieren, möchte ich gerne als Dozent wahrgenommen, entsprechend respektiert und entsprechend behandelt werden. Sie haben auch Ihre Erwartungen, dass ich Ihnen entsprechend gegenübertrete. Aber auch sonst, wenn Sie zum Bäcker gehen und so weiter, haben Sie bestimmte soziale Werte, von denen Sie hoffen, dass die anderen die wahrnehmen und sich entsprechend verhalten. Und der nächste Punkt ist entscheidend. Face, so schreibt Goffman, ist ein Selbstbild in Termini sozial anerkannter Eigenschaften. Ja, es geht um Eigenschaften, die in unserer Gesellschaft allgemein verfügbar und zugänglich sind. Und das Face ist sozusagen mein Selbstbild in den Augen der anderen. Ja? Meine Identität, wie ich gerne von anderen gesehen werden möchte, das macht mein Face aus. Und ich muss entsprechend versuchen, mich so zu verhalten und erwarte, dass die anderen mich entsprechend auch so behandeln. Deswegen das geteilte Selbstbild. Ja? Und um es nochmal zusammenzufassen, Face ist also ein in Termini sozial erkannter Eigenschaften geschriebenes Selbstbild, in das wir immer auch emotional investieren. Es ist uns wichtig, dass wir entsprechend behandelt werden und wir fühlen uns gekränkt und verletzt, wenn unser Face nicht respektiert wird. Ja, und wenn wir unser Gesicht verlieren, empfinden wir Scham zum Beispiel. Ja, und die Erwartungen und Verpflichtungen der Achtungsbekundung und des Benehmens, wie Goffman sagt, diese Erwartungen und Verpflichtungen führen nun dazu, dass wir in der Interaktion bestimmte Rituale befolgen. Ja, es geht also darum, die anderen entsprechend wertzuschätzen und es geht aber auch darum, dass ich mich entsprechend verhalte, so dass ich Anspruch darauf habe, auch wertgeschätzt zu werden. Ja, also wenn ich jetzt mich völlig unvorbereitet in die Sitzung kommen würde oder wenn ich hier nebenher essen und trinken würde, das wäre irgendwie nicht angemessenes Benehmen und auch so könnte ich mein Gesicht verlieren in meiner Rolle als Professor. Ne? Also nochmals das Beispiel, ich bin Dozent, ja, das ist mir wichtig, ich benehme mich entsprechend und ich erwarte, dass ich auch entsprechend behandelt werde, in der E-Mail-Kommunikation zum Beispiel. Und
Goffman greift nun zurück in seiner Theorie des Faiths auf eine religionssoziologische Arbeit von Emile Durkheim, berühmter französischer Soziologe, der in seinem Buch Die elementaren Formen des religiösen Lebens zwei verschiedene Rituale unterschieden hat. Rituale, die dem Heiligen gegenüber ausgeführt werden. Er unterscheidet nämlich zwischen negativen und positiven Riten. Negative Riten sind solche, die das Heilige mit einem Schutzraum versehen. Sie kennen ja vielleicht Kirchen. Es gibt in Kirchen Räume, wo nicht jeder hin darf. Oder es gibt Stellen im Kirchenraum, die nicht alle berühren dürfen. Ja? Also sie sind ist zwar nicht abgesperrt, aber sie sollen nicht, wenn sie in die Kirche gehen, ihren Latte Macchiato auf dem Altar abstellen. Ja? Das ist ein Schutzraum, mit dem das Heilige versehen ist. Zugleich gibt es aber auch positive Riten, die eine besondere Beziehung zum Heiligen suchen. Ja? Also wir beten zum Beispiel die Mutter Gottes an, nieder vor der Statue und suchen geradezu den Kontakt. Ja? Oder Ikonografien im russischen Bereich, die können geküsst werden von den Gläubigen und so weiter. Und Goffman überträgt nun genau diesen Gedanken, dass wir zwei verschiedene Formen von Riten haben, negative und positive Riten, auf den Bereich der Interaktion, indem er unterscheidet zwischen positiven Zuvorkommenheitsriten, dass wir andere besonders loben oder dass wir sie in irgendeiner Form preisen und eine besondere Beziehung suchen zum anderen, aber auch negative Vermeidungsrituale, dass wir bestimmte Dinge aussparen und dass wir versuchen, Menschen nicht zu nahe zu kommen. Ja? Also Zuvorkommenheit und Vermeidung als die beiden wesenhaften, ritualhaften Züge in der alltäglichen Interaktion. Und genau diese Zuvorkommenheitsrituale sind das, was Höflichkeit auszeichnet. Ja? Wir werden nachher an Beispielen sehen, wie solche zuvorkommende Vermeidung im Einzelnen aussehen kann und wie man es in der sprachlichen Ausführung beschreiben kann. Denn die Frage, die sich der Linguistik nun stellt, ist, welche sprachlichen Mittel stehen uns denn eigentlich für diese Rituale zur Verfügung? Und nach welchen Prinzipien wählen wir eigentlich aus? Wann wissen wir, ob wir eher Zuvorkommenheitsrituale wählen sollen und wann wissen wir, wann wir eher Vermeidungsrituale wählen sollen und wie wissen wir, mit welchen sprachlichen Mitteln wir genau diese Rituale vollziehen sollen. Und genau für dieses Raisonnement bieten Brown-Levinson eine Theorie an in ihrem Modell der Höflichkeit. Sie haben das gelesen, ich fasse nochmal die wichtigsten Punkte zusammen. Das Buch heißt Politeness, Some Universals in Language Use. Der Titel ist nicht unwichtig, denn es geht ihnen tatsächlich darum, dass sie eine Universalie beschreiben. Es mag sich in einzelnen Sprachen jeweils unterschiedlich ausprägen. Also die sprachlichen Formen sind dann jeweils sprachspezifisch andere. Aber die Grundideen, das, was sie beschreiben, der Mechanismus dahinter, der behaupten sie, der gilt für alle Gesellschaften und für alle Sprachen gleichermaßen. Und mich würde es gerade in Bezug auf die Nicht-Muttersprachlerinnen unter Ihnen sehr interessieren, ob Sie dem zustimmen. Darüber können wir gerne diskutieren. Die Grundbegriffe in der Höflichkeitstheorie von Brown-Levinson sind schnell benannt. Gehen aus von dem Grundbegriff des Faiths, das habe ich gerade schon erläutert, und sie haben das positive und das negative Faith, sie haben den Begriff der Rationalität und sie haben den Begriff des FTA, des Faith Threatening Acts, des gesichtsbedrohenden Aktes. Gehen wir es der Reihe nach durch. Faith, und hier gehen sie von Goffman aus, aber fassen es zugleich präzise. Sie definieren Faith als Bedürfnisse, als Wants, Bedürfnisse. Und zwar haben wir zwei verschiedene Bedürfnisse im Austausch mit anderen Menschen. Zunächst mal haben wir das Bedürfnis nach Nichtbeeinträchtigung. Wir möchten möglichst frei uns entfalten können und möchten nicht behindert werden in unseren Handlungen. Zugleich aber haben wir auch das Bedürfnis nach Anerkennung und nach Wertschätzung. Und hier haben wir genau das, was Durkheim als die negativen und die positiven Riten beschrieben hat, dass sich hier in diesen beiden Bedürfnissen widerspiegelt.
Und Rationalität wird bestimmt als unsere Fähigkeit, die wir als Menschen haben, von den gewünschten Zielen auf die geeigneten Mittel zu schließen, in Form eines praktischen Syllogismus, wie es heißt. Ich will Y, also ich will X, also tue ich Y. Ja? Ich will nicht krank werden, also bleibe ich schön zu Hause in der Corona-Pandemie. Ich möchte ein Eis essen, also gehe ich zum Eisfach und hole mir eins. Solche ganz simplen Überlegungen stehen da im Hintergrund. Ja? Also Zweck-Mittel-Berechnungen. Und jetzt ist das die Grundidee von Brown-Levinson, dass es zwischen diesen beiden Aspekten, Phase Ones auf der einen Seite und Rationalität, zu einem Konflikt kommen kann. Und das nennen sie Face-Threatening Acts, gesichtsbedrohende Akte. Und zwar machen wir es uns am Beispiel klar, oder machen wir es konkret klar, wenn wir rein rational handeln würden, dann würde vor allem das Prinzip der Effizienz gelten. Wir müssen möglichst effizient handeln, mit möglichst kostensparenden Mitteln möglichst viele Ziele erreichen. Und das kollidiert in bestimmten Situationen mit dem Interesse, das Face zu wahren, das Face der anderen zu wahren, aber auch mein eigenes Face zu wahren. Zum Beispiel nehmen wir mal hier diesen Satz oder diese Situation. Ich möchte einen Kuli bekommen und ich sehe jetzt, wenn wir in Präsenz wären, könnte ich Ihnen das könnte ich auf Ihren Tisch zeigen und ich sehe da also Ihren Kugelschreiber liegen und dann wäre ein sehr effizientes Mittel, einfach zu sagen, gib mir den Kuli. Ja? Einfach ein Imperativ, ein Befehl. Und das gerät nun aber mit dem negativen Face in Konflikt, so sagen Brown-Levinson. Das negative Face war ja das Bedürfnis nach Nicht-Beeinträchtigung. Und nach das Bedürfnis danach, frei über sein Handeln bestimmen zu können. Und wer Befehle erteilt bekommt, kann sich ja gerade nicht mehr in seinem Handeln frei bestimmen. Und genau dieser Konflikt nun, der kann abgeschwächt werden, indem wir das Wörtchen Bitte einfügen. Bitte ist ja so ein klassischer Höflichkeitsmarker. Und was macht Bitte? Bitte schwächt den Konflikt ab zwischen dem Prinzip der Effizienz und dem Interesse des Face zu wahren, indem mit dem Bitte dem anderen die Möglichkeit gelassen wird, die Bitte auch abzulehnen. Ja, es ist leichter, eine Bitte abzulehnen als einen Befehl. Und insofern ist die Beeinträchtigung der Handlungsfreiheit des anderen nicht mehr ganz so groß. Und dieses Abschwächen in Brown-Levinson, das Redress, ich finde die Metapher ganz schön, weil es sozusagen neu eingekleidet wird. Ja, also der Befehl bekommt sozusagen einen höflichen Umhang umgelegt und wirkt dann gleich nicht mehr so aggressiv. Okay, wir gehen jetzt mal eine Reihe von Höflichkeitsstrategien durch, die Brown-Levinson unterscheiden und machen das immer anhand dieses konkreten Beispiels. Ich möchte einen Kuli haben. Wir haben gesagt, gib mir den Kuli, wäre eine ganz einfache Variante. Das gerät mit dem negativen Face des Gegenüber in Konflikt. Wir können jetzt sagen, gib mir bitte den Kuli. Das Bitte schwächt genau diesen Konflikt also ab. Das ist aber nicht die einzige Möglichkeit, wie wir so eine Anfrage formulieren können. Wir können es auch als Frage formulieren, könntest du mir bitte den Kuli geben? Und hier ist es ja interessant, weil hier wird ja eigentlich nur eine Frage gestellt. Natürlich wissen wir alle, dass diese Frage keine Frage ist, die man mit Ja oder Nein beantwortet, sondern auf die man reagiert, indem man eben den Kuli aushändigt oder es verweigert. Aber trotzdem ist es an der Oberfläche eine Frage, die insofern noch viel weniger beeinträchtigend ist, weil hier gar keine direkte Bitte geäußert wird oder kein direkter Befehl. Also wir können Sprechakt theoretisch das so sagen, hier wird kein direktiver Sprechakt ausgeführt, sondern eben eine Frage gestellt. Das schwächt noch stärker ab und wahrt komplett das negative Face. Jetzt schauen wir uns aber mal so eine Strategie an. Wir können auch sagen, ach sei so gut und gib mir den Kuli. Was wir hier haben, ist das, was Brown-Levinson als positive Höflichkeit beschreiben, indem das positive Face, das Bedürfnis nach Anerkennung und nach Wertschätzung
besonders befolgt wird. Sie nennen das Ointment im Text, zu Deutsch Salbung. Und das finde ich ganz schön, ja, die Metapher dahinter. Also unser Pussy wird gesalbt. Und wir können uns aber auch vorstellen, das ist einigermaßen heikel, diese Strategie. Zum Beispiel wäre es sehr unüblich, in Situationen mit einem hohen Statusgefälle, dem Status höheren gegenüber zu sagen, seien sie so gut. Ja, das hat so einen sehr herablassenden Beiklang, kann es haben, dieses sei so gut. Ja. Also ganz typisch Lehrer-Schüler-Verhältnis. Ja? Lehrer können zu sagen zu Schülern, sei so gut und mach mal das Fenster auf, lieber Uli. Hingegen kann Uli schlecht zum Lehrer sagen, seien sie so gut. Ja, das wäre irgendwie eigenartig. Wir haben noch eine andere Möglichkeit, dass wir sagen, dass ich einfach nur so an meiner Jacke taste und sage, ach Mist, ich Idiot, jetzt habe ich meinen Kulli vergessen. Ja? Das wäre sozusagen eine maximal höfliche Strategie, weil sie das negative Face auch vollständig wahrt. Das ist das, was Brown Devinson off-record nennen. Hier wird es dem anderen völlig freigestellt, die Implikatur zu erkennen, wie wir sagen würden in der Linguistik. Denn hier wird ja gar keine Bitte geäußert, weder als Frage noch irgendwie, sondern hier sagt man nur, ach Mist, jetzt habe ich keinen Kulli, und dann kann dann der andere gönnerhaft sagen, ach, wissen Sie was, Herr Meyer-Fiacke, nehmen Sie doch meinen. Ja, und so kann das negative Face gewahrt werden des anderen, und man gibt zugleich dem anderen die Möglichkeit, sich als besonders gönnerhaft zu inszenieren. Ja, also das sind verschiedene Strategien, die wir haben, um den Satz, gib mir den Kulli, höflicher zu formulieren. Und die Idee von Brown-Levinson, und damit kommen wir schon langsam zum Ende, ist nun, dass es eine kalkulierte Strategie ist, dass wir also sagen können, dass wir nach bestimmten Prinzipien entscheiden, welche Strategie wir jetzt im Einzelnen auswählen. Dazu sagen sie, es gibt bestimmte Payoffs, bestimmte Erträge, die verbunden sind. Also Sie sehen, dieses ganze Modell ist sehr ökonomistisch, in dem in so quasi geldtransfermäßigen Metaphern geredet wird. Payoffs, also das, was man am Ende als Ertrag rausbekommt. Und außerdem sagen sie, dass es bestimmte soziologische Variablen gibt, welche die Gefährlichkeit des Face-Threatening Acts sozusagen beeinflussen. Bei den Payoffs haben wir schon gesehen, wenn ich ihnen sage, ach Mist, ich habe meinen Kulli vergessen, ja, und dann können sie sich gönnerhaft darstellen, dann wäre genau das so ein Payoff. Und soziologische Variablen, das haben sie gelesen, beschreiben sie Distance, Power und Rating. Distance, die soziale Distanz, Power, die Machtrelation, und Rating eben die das Gewicht eines Face-Threatening Acts in einer bestimmten Gesellschaft. Ja. Macht mir dann zum Beispiel klar, mein Kollege soll bitte mein Manuskript Korrektur lesen. Wir machen das manchmal, dass wir uns gegenseitig unsere Manuskripte geben. Und ich möchte gerne, dass er das liest. Und zwar habe ich nicht viel Zeit, der Abgabetermin ist bald. Und ich sage, ich möchte, dass er das bis nächste Woche schon tut. Und ob ich jetzt sage, sei so gut und lies es bis nächste Woche, oder ob ich sage, du musst es bis nächste Woche lesen, oder Stefan, wäre es dir möglich, könntest du es vielleicht einrichten, dass du es schon bis nächste Woche, so. Sie sehen verschiedene Höflichkeitsstrategien, und jetzt muss ich überlegen, wie eng arbeiten wir eigentlich zusammen? Wie gut kennen wir uns? Zweitens, besteht ein Machtgefälle? Sind wir auf der gleichen Statusebene oder nicht? Und wir müssen auch noch uns überlegen, innerhalb unserer Lebenswelt, der akademischen Lebenswelt, ist es da eine sehr eher unübliche Sache, sich um Korrekturlesen zu bitten, oder ist es völlig alltäglich? Ja, jemanden um Feuer zu bitten ist eher alltäglich, hingegen jemanden zu bitten, eine Woche lang auf meine Katze zu füttern, das wäre schon ein größerer Eingriff und dementsprechend umständlicher müsste ich meine Bitte formulieren. Ja? Und
Brown-Levinson sagen nun, es gibt eben hier diese Inputs, diese Variablen d, p und r, und wir haben dann bestimmte Payoffs, die wir erwarten. Und dann können wir das miteinander verrechnen, um dann auf rationalem Wege zu einer geeigneten Höflichkeitsstrategie zu kommen. Ja, ein sehr mechanistisches Modell, aber man kann damit sehr viel erklären. Ich bin gespannt, wie sehr Sie das überzeugt. Das ist die Literatur. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Wir treffen uns dann gleich in der Videokonferenz, besprechen den Text und dann gibt es auch noch Übungen. Ich danke Ihnen. Tschüss.